Meine lieben Geschwister, stellt euch diesen einen Moment vor. Euer Kind wacht mitten in der Nacht auf und hat hohes Fieber. Ihr zieht euch an, nehmt euer Kind und fährt eilig ins Krankenhaus. Und dann verbringt ihr einige Stunden im Wartezimmer, bis ihr an der Reihe seid. Warum diese Anstrengung? Weil man sein Kind liebt und ihm nur das Beste wünscht. Aber was ist mit dem Paradies? Lieben wir es genauso? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt in Surat al-Dhariyat die Eigenschaften der Gottesfürchtigen und verspricht ihnen das Paradies, wenn sie bereit sind, eine gewisse Anstrengung in Kauf zu nehmen. Wahrlich, die Gottesfürchtigen werden inmitten von Gärten und Quellen sein. Sie haben das bekommen, worauf sie gewartet haben, wofür sie sich angestrengt und abgemüht haben. Sie haben Al-Jannah bekommen, weil sie Muttaqin waren. Aber wer sind diese Muttaqin? Es sind die Gottesfürchtigen und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie uns beschrieben. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Sie ruhen sich für einen kleinen Teil in der Nacht aus. Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hier das Wort يهجعون. يهجعون kommt von dem Wort هجعة. هجعة ist nicht der Tiefschlaf, den wir kennen. Dein Wecker klingelt, aber du hörst ihn nicht. Draußen tobt der Lärm, aber du bemerkst es nicht. هجعة ist nicht der tiefe Schlaf, sondern das bloße Ausruhen. Sobald sich etwas bewegt, hörst du es. Sobald ein Geräusch erklingt, nimmst du es wahr. Die Muttaqin ruhen sich aus und stehen dann in der Nacht auf, um vor Allah den Erhabenen zu stehen und ein freiwilliges Gebet zu verrichten. Ein freiwilliges Gebet. Es ist keine Pflicht, aber der Muttaqi tut es, weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen zu den Gottesfürchtigen gezählt hat. Und den Gottesfürchtigen wurde das Paradies versprochen. Kurz bevor Fajr anfängt, kurz vor dem Tagesanbruch, was tun sie? Und vor Tagesanbruch suchten sie stets um Vergebung. Sie bitten Allah Azza wa Jal um Vergebung, sie machen Istighfar, sie denken über ihre Sünden nach, bereuen sie und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, weil sie sich in Abhängigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala sehen und sich nach dem Paradies sehnen. Und von ihrem Vermögen war ein Anteil für den Bittenden und den finanziell Schwachen bestimmt. Es wird ein Aufruf zu einem Projekt gemacht, bei dem es darum geht, seinen Geschwistern in Not zu unterstützen. Der Muttaqi ist stets da, wenn man ihn braucht. Er spendet einen Teil seines Vermögens, um Allahs Willen, um Allahs Jannah zu erreichen. Nun, meine lieben Geschwister, hört euch diesen Hadith an, der die Eigenschaft der Gottesfürchtigen beschreibt. Und dies wird von Abdullah ibn Mas'ud berichtet. Es wurde in der Gegenwart des Propheten a.s. erwähnt, dass ein Mann die Nacht bis zum Anbruch des Fajr-Gebet durchgeschlafen hat. Der Prophet a.s. sagte, er ist ein Mann, in dessen Ohren der Shaitan uriniert hat. Was heißt das? Shaitan hat in sein Ohr uriniert. Shaitan hat die Kontrolle über ihn gewonnen, ihm den Tiefschlaf schmackhaft gemacht. Wir sind bereit für die Frühschicht aufzustehen, aber sind nicht bereit für Tahajjud aufzustehen. In anderen Worten, meine lieben Geschwister, wir sind bereit für diese Dunya und für Geld aufzustehen, aber nicht für Akhira und Al-Jannah. Wir sollten uns Gedanken machen, welche dieser Eigenschaften auf uns zutrifft. Gehören wir zu jenen, die in der Nacht aufstehen und Tahajjud beten und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten? Oder gehören wir vielleicht zu jenen, die einen Anteil ihres Vermögens spenden? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns all diese Eigenschaften schenken. Und möge Allah, der Erhabene, uns zu den Muttaqin gehören lassen. Allahumma amin.